Hi Freunde, ich hoffe, bei euch ist alles gut. Bei mir, mit Ausnahme vom Lernen, soweit auch. Willkommen zu Arkeban Shorts und diesmal ohne Fursuit. Und ich möchte mit euch über ein Thema sprechen, was mir persönlich sehr wichtig ist, weil es über eigene Erfahrungen geht, die ich gemacht habe. Nämlich, in dem Zusammenhang geht es um das Thema Mobbing. Ich meine, das werdet ihr jetzt wohl schon im Titel gesehen haben. Ich habe den Titel noch nicht ganz genau im Kopf, aber so etwa in die Richtung wird er gehen. Und ich möchte da ein bisschen über meine eigenen Erfahrungen berichten und auch sagen, was ich glaube, wie es heutzutage hinsichtlich Mobbing aussieht und was man für Möglichkeiten hat, etwas dagegen zu tun. Ich gehe erst mal kurz auf mich selbst ein. Ich meine, ich bin jetzt 25, fast 26 und hatte natürlich auch eine Schulzeit. Und ich muss ganz klar sagen, ich bin in meiner Schulzeit viele, viele Jahre gemobbt worden. Also ab dem Zeitpunkt, wo ich aus der Grundschule rauskam und in die 5. Klasse des Gymnasiums kam, gab es einen Türken, der es auf mich abgesehen hat. Das soll jetzt Türken nicht pauschalisieren, um Gottes Willen, ich habe nette Türken kennengelernt. Aber in dem Fall war es ein Türke, ich nenne auch keine Namen, der hat es in der Schulzeit damals auf mich abgesehen und hat mich aus zwei Gründen gemobbt. Der eine ist, weil ich angeblich übergewichtig wäre. Fun Fact, ich war 10 Kilo dünner als jetzt. Gut, ich finde mich jetzt auch nicht dünn, aber ich war 10 Kilo leichter als jetzt, so zum Vergleich für euch, weswegen das eigentlich total Banane ist, deswegen gemobbt zu werden. Und das zweite ist, wegen meiner Stimme. Also kein Witz, ich bin wegen meiner Stimme, der Stimme, die ihr jetzt hier so hört, gemobbt worden, weil Leute oder weil er und die Mitläufer, die eben mitgezogen haben, behauptet haben, die Stimme sei voll schwul und weswegen sei ich schwul. Gut, dass ich im Endeffekt schwul bin, das wusste ich zu dem Zeitpunkt auch noch nicht, aber in der 5. Klasse bei uns war das damals eine sehr anstrengend zu erfahrende Beleidigung. Heutzutage wird ja schwul für alles benutzt und es ist ja nicht mehr so, dass man sich davon wirklich beleidigt fühlt. Aber früher, als ich in der Schulzeit war, das war so, oh je, 2006 plus minus, 2005, da war es dann schon echt krass, muss man ganz ehrlich sagen. Das Problem bei mir halt ist auch, dass ich durch meinen Nachnamen, der ja Wolf ist, und die Tatsache, dass ich früher halt gerne mal Wolfs-T-Shirts getragen habe, sehr angegangen wurde, verbal. Und hier muss ich sagen, da ist das einfach auf verschiedenen Stufen eskaliert. Die Person, also dieser Türke, der gegen mich gewettert hat, um es einfach mal zu berichten, der hat irgendwann angefangen, auch körperlich zu werden. Der hat mich, anfangs war es nur irgendwie gepiekst und gestichelt, und irgendwann kam der Zeitpunkt, wo er einfach auch versucht hat, mich zu schlagen, im Klassenzimmer wohlgemerkt. Und hat dann auch immer wieder mich beleidigt, mich ausgegrenzt, alles, was mit dazugehört. Also ich habe, wenn es um Mobbing geht, auch Gruppenmobbing, ich bin nie in Teams oder Gruppen gewählt worden. Ich weiß ganz genau, für alle von euch, die jetzt vielleicht Erfahrung mit Mobbing haben, wie sich das anfühlt. Also ich habe das jahrelang selbst mitgemacht. Deswegen, ich weiß absolut, wie es euch geht, wenn ihr gemobbt werdet. Und viele Furries berichten ja darüber, dass sie in ihrer Schulzeit, oder wenn ihr vielleicht jetzt auch noch in der Schulzeit seid, dass ihr genau in dieser Zeit gemobbt werdet, was nicht gut ist, aber was manchmal nicht wirklich vermeidbar ist, da viele Furries einfach so ein bisschen auch introvertierter sind und dadurch eine gewisse Angriffsfläche für Mobber bieten. Und bei mir war es so, wir hatten ein Projekt an der Schule, das nannte sich Triple G. Das war gemeinsam gegen Gewalt, deswegen die 3 Gs. Und im Endeffekt war es dann so, dass ich mich an die gewandt habe. Wobei ich muss sagen, ich habe mich davor an den Vertrauenslehrer gewandt. Und jede Schule hat ja eigentlich so einen Vertrauenslehrer. Und das ist auch die erste Anlaufstelle, die ich empfehle, wenn ihr gemobbt werdet. Ich muss nur ganz ehrlich sagen, die Vertrauenslehrer konnten nichts bewirken, weil die sagen, der Typ war ein Schulrandale, also der ist überall negativ aufgefallen, den mochte kein Lehrer, aber das änderte nichts daran, dass er sich von den Lehrern nicht hat verbieten lassen, auf mir rumzuhacken und mich in Gruppen auszugrenzen und mich regelmäßig zu beleidigen. Also da schwul war noch eines der harmloseren Sachen, also ich bin regelmäßig beleidigt worden, bis ich irgendwann Angst vor der Schule hatte, also das kennt man ja manchmal von Leuten, die sehr stark gemobbt werden, die sich dann nicht mehr in die Schule trauen. Ging mir persönlich genauso, muss ich ganz ehrlich sagen. Und der Vertrauenslehrer selbst, der hat nicht wirklich geholfen. Und dann bin ich zu diesem gemeinsam gegen Gewalt gegangen. Das war der größte Unsinn, den ich jemals erlebt habe. Denn es sah im Endeffekt nur so aus, dass es heißt, okay, wir hören deine Seite, wir hören deine Seite, gebt euch die Hand, alles ist gut. The fuck? Also, kein Witz. Das war wirklich so, und ich habe die Kompetenz dieser Sozialarbeiter. Ich glaube, der das gemacht hat, war der Sohn des der Stadtrat selber, glaube ich. Der war irgendwie für die Soziale verantwortlich, und das war so irre inkompetent, dass ich das Gefühl hatte,
dass überhaupt nichts passiert. Also es ist nicht wirklich was passiert, es hat nichts gebracht. Außer, dass er mir nach dem Gespräch gesagt hat, hey, Dennis, du warst gefasst und der andere nicht. Und dann dachte ich mir so, toll, danke für die Bestätigung, die ich nicht gebraucht und die mir auch nichts gebracht hat. Also, keine Ahnung. Und irgendwann kam dann der Punkt, und darauf möchte ich jetzt im Expliziten eingehen, wo der Mobber bzw. dieser Türke körperlich gegen mich geworden ist. Also der hat mich irgendwann auf dem Schulhof, ich habe irgendwie, war mit dem Fahrrad da und dann hat er mich da abgepasst und hat mich bespuckt. Also ja, hat er wirklich getan. Und Lehrer waren nicht anwesend und selbst wenn, die hätten, so wie ich meine Schulerfahrung hatte, sowieso nichts getan. Und dann hat er irgendwann angefangen mich zu schlagen. Und Fun Fact, ich habe 2 Jahre Taekwondo gemacht. Das heißt, ich habe dann irgendwann gesagt, ich lasse mir das nicht mehr gefallen und habe mich körperlich gewehrt. Das heißt im Endeffekt, das klingt jetzt blöd, aber wir haben uns geprügelt und im Endeffekt war er dann der am Ende auf dem Boden lag. Und das haben dann einige Leute gesehen, die dann gemerkt haben, oh, der Typ ist gar nicht so hart und lässt sich von dem angeblich Gemobbten oder von dem tatsächlich Gemobbten verprügeln. Wobei ich ihn auch nicht verprügelt habe. Das klingt, als wäre ich brutal aggressiv, um Gottes Willen. Ich habe ihn nicht verprügelt. Ich habe mich gegen ihn gewehrt und ihn zu Boden gerungen. Mehr war es auch nicht. Und das haben einige Leute beobachtet. Und der Türke ist dann abgedampft. Und die nächsten Wochen waren dann sehr interessant, weil es für mich hat sich ein Selbstwertgefühl aufgebaut in der Hinsicht und ein Selbstbewusstsein. Jedes Mal, weil ich wusste, dass ich stärker war als er, hat sich jedes Mal, wenn er mich angegangen hat, verbal, also körperlich hat er gar nichts mehr gemacht, hatte auch keine Chance, aber jedes Mal, wenn er mich verbal angegangen hat, habe ich, und das war auch das Beste, was ich machen kann, das Beste, was ich euch empfehlen kann, denn ich empfehle euch nicht, euch mit der Person zu prügeln, zumindest nicht auf den ersten, als erste Lösung, und da hat er mir immer wieder auch so zugeflüstert, von wegen ich sei ein Spast und was auch immer, oder Hurensohn, oder ich weiß nicht, also das sind alles so Sachen, die ich immer wieder gehört habe. Und da hat, was ich dann gemacht habe, ist, ich bin zu ihm, wenn er in Reichweite war und wenn nicht, dann nicht, und habe ihn ohne Vorwarnung angeschrien, von wegen, und das, er soll seine, Fresse halten, also, nee, ich sag's jetzt einfach, er soll seine scheiß Fresse halten. Das habe ich ihm geschrien. In der Sporthalle war es ganz krass, daran erinnere ich mich auch noch gut, dass er mich blöd angemacht hat. Und ich habe in der Sporthalle durch die gesamte Halle, und so Sporthallen können nicht so klein sein, und die Hallen ja auch, da habe ich dann geschrien, er soll seine scheiß behinderte Fresse halten, wenn er nichts Gutes zu sagen hat. Und das habe ich wirklich geschrien. Ich war, glaube ich, in der 9. Klasse oder ja, so plus minus 9. Klasse, weil ich gemerkt habe, körperlich kann er mir nichts. Und dann habe ich gesagt, warum soll ich mich von dieser Person mobben lassen? Und ich muss ganz ehrlich sagen, meine Erfahrung mit Vertrauenslehrern und so, gemeinsam gegen Gewalt und sowas, die waren sehr durchwachsen. Deswegen sag ich euch, das ist jetzt die Empfehlung, die ich euch als jemand ausspreche, der viele Jahre lang gemobbt wurde. Wenn ihr das Gefühl habt, reden hilft nichts. Reden hilft ja bei Mobbern sowieso oft nichts, weil die haben meistens, entweder haben sie nicht die Hirnmasse, um zu verstehen, dass ihr Mobbing andere Leute wirklich verletzt, oder denen ist es komplett egal. Aber das sind dann eben die Leute, bei denen man mit Worten einfach gar nicht weit kommt. Das bringt überhaupt nichts, mit denen zu reden, weil die sich sagen, da rein, da raus. So läuft das mit Mobbern ganz oft in der Schule, was sehr schade ist. Deswegen halte ich von Vertrauenslehrern und so Projekten eigentlich schon was, aber sie bringen oft nichts. Wo ich dann sagen muss, okay, ich erwarte nicht, dass ihr euch jetzt mit dieser Person prügelt, um Gottes Willen. Das habe ich gemacht, weil ich körperlich angegangen wurde und mich verteidigt habe. Was ich aber euch empfehlen würde, ist, das, was ich gemacht habe, lasst mal, wenn die Lehrer nicht helfen, die Lehrer wissen ja im Endeffekt, dass diese Person der Mobber ist, lasst wirklich mal so einen Schrei los. Wehrt euch. Wenn die Person euch körperlich angeht, dann muss ich ganz ehrlich sagen, geht nicht in die Opferrolle. Es ist leicht, die Opferrolle einzunehmen, aber tut etwas. Also ihr tut euch keinen Gefallen, wenn ihr euch verprügeln lasst. Nie. Auch wenn es immer heißt, ihr seid der Stärkere, wehrt euch nicht. Ich finde das im Mobbing schwierig, weil ihr dadurch dem Mobber die Bestätigung gibt, dass er mit euch machen kann, was er möchte. Und das soll ja nicht das Ziel sein. Das hilft euch ja nicht. Deswegen sage ich in Bezug auf Mobbing, wenn Lehrer und Projekte nicht helfen, lasst mal einen Schrei los. Schreit den Mobber vielleicht auch mal an. Das kommt total komisch und in der Sporthalle waren alle Blicke auf mir. Aber jeder hat verstanden, warum ich geschrien habe. Und auch der Lehrer, der gesagt hat, Dennis, was ist los? Habe ich gesagt, der Penner hat mich beleidigt. Ich habe jetzt keine Lust mehr. Der beleidigt mich seit Jahren. Ich habe keinen Nerv mehr auf den Typ. Und
Ich glaube, das war auch richtig. Denn so wurde es peu à peu besser und irgendwann war halt auch wirklich Ruhe. Und klar, da kam vielleicht auch die körperliche Auseinandersetzung mit rein, wo ich dann sage, ich bin kein Fan von körperlicher Gewalt. Aber ich habe das Gefühl, dass manche Mobber es nicht verstehen, wenn man mit ihnen spricht. Das heißt, man muss ihnen irgendwie, das klingt jetzt blöd, aber sagen, Respekt einflößen. Das hat aber auch viel mit dem Selbstbewusstsein und dem Selbstwertgefühl eines Selbst zu tun, worüber ich auch nochmal sprechen möchte, denn das ist ein wichtiger Punkt hier, den ich jetzt nur anreiße. Aber deswegen zum Schluss meine Empfehlung, wenn Reden nicht hilft, dann lasst mal irgendwie so einen Schrei los, zeigt dem Typ, oder in der Regel sind es ja Männer, oder bei Frauen sind es dann irgendwelche Tussis, zeigt eurem Gegenüber, dass ihr das nicht mit euch machen lasst. Lasst mal einen Schrei los, zeigt, hey, ich wehre mich. Weil wenn ihr euch nicht wehrt, dann freuen sich die Typen, dass sie euch, oder diese Personen, dass sie euch immer weiter angreifen und niedermachen können. Die freut das ja dann. Die wollen ihr wahrscheinlich gemindertes Ego dadurch kompensieren, dass sie andere runterputzen. Und ich sag euch, lasst euch nicht runterputzen. Ihr tut euch keinen Gefallen. Selbst wenn es immer heißt, wie gesagt, der Klügere gibt nach. Ja, im Endeffekt seid ihr der Klügere, der dann nachgibt. Aber trotzdem wird, auch in Diskussionen, ihr müsst euch doch wehren. Wenn jemand gegen euch argumentiert, ist es nicht richtig in der Regel, den Mund zuzumachen und gar nichts zu sagen, sondern sich auch verbal zu verteidigen. Gerade in irgendwelchen Diskussionsforen oder wenn jemand mit euch argumentiert, dann müsst ihr euch ja auch ein bisschen verteidigen. Es kann nicht sein, dass ihr den die Augen zumacht und sagt, la la la, ich bin nicht da. Das hilft ja niemandem was. Deswegen, das waren jetzt so meine Erfahrungen mit Mobbing und vielleicht die Empfehlung, die ich ausspreche. Was habt ihr für Erfahrungen mit Mobbing gemacht? Ich weiß durch private Nachrichten und auch Kommentare, dass viele nicht nur wegen Furry, sondern generell ein Problem haben, da sie gemobbt werden. Was sind so eure Erfahrungen? Und was noch viel wichtiger ist, was habt ihr gegen das Mobbing unternommen? Wie konnte das Mobbing eingestellt werden? Hat bei euch der Weg über Vertrauenslehrer und dergleichen funktioniert? Oder habt ihr andere Schritte in Erwägung gezogen? Was gab es bei euch für Möglichkeiten? Welche Möglichkeiten habt ihr wahrgenommen? Schreibt mir das auf jeden Fall unten in die Kommentare. Mich würde mal interessieren, stimmt doch mal alle ab, hier oben, wurdet ihr in eurer Schulzeit, oder wenn ihr noch in der Schulzeit seid, werdet ihr in eurer aktuellen Schulzeit gemobbt? Ja oder nein? Das würde mich einfach mal interessieren, damit ich weiß, was so, wie viele von euch eigentlich wirklich dieses Problem haben, das ich hier anspreche, oder ob es eine so kleine Minderheit ist, dass sich nur wirklich sehr, sehr wenige angesprochen fühlen durch dieses Video. Schreibt mir das, wäre auf jeden Fall richtig cool, wenn ihr da ein bisschen einfach eure Meinung schreibt. Und ansonsten wünsche ich euch natürlich einen schönen Tag, eine schöne Restwoche. Macht's gut, bleibt flauschig, das bin ich dann hoffentlich bald auch wieder. Ciao!